Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Unboxing-Video. Heute haben wir für euch den Predator Instinct Crazy Light. Allein der Schuhkarton, wie man sieht, ist ein bisschen anders als alle anderen. Ich persönlich finde es sehr cool aufgemacht, genauso wie diesen Bag hier. Cooles Design, ein bisschen durchsichtig, schimmernd. Und wie immer sehr, sehr praktisch, um seine Schuhe zu verstauen. Und der Schuh in einem sehr außergewöhnlichen Design und einer außergewöhnlichen Farbe. In weiß, orange, fast schon pink. Sehr außergewöhnlich und gewöhnungsbedürftig. Ich persönlich mag es aber. Und hier zusätzlich noch Einlagen mit dabei. Absoluter Pluspunkt meiner Meinung nach. Und auch die Stollen. Diese Noppen hier eingefärbt im Design orange, rot und wie man sieht, gibt es auch extra Schnürsenkel dazu. Und wenn man jetzt ins Detail geht, sieht man, dass der Adidas Crazy Light einige coole Details hat, wie zum Beispiel hier an der Seite steht Sprint Frame drauf. Und die Beschichtung, wie man es vom Adidas Predator kennt, extra Beschichtung an der Seite, wenn man drüber fasst, man hört es vielleicht jetzt auch, ist eine wirklich tiefe Beschichtung, ein sehr robuster Schuh, kein Lederschuh, sondern auch eine Gummi-Plastikmischung und die Ferse hinten sehr robust, etwas höher gezogen, wie man es vom Predator kennt und hier in der Lasche noch ein Detail verarbeitet, drei Streifen 2014. Eine Einlage ist bereits drin im Schuh. Man sieht auch Mai, Adidas, ein Chip ist dabei. Und jetzt viel Spaß mit den Details.